Servus zusammen und einen schönen guten Abend an dieser Stelle heute mit der kleinen Plauderei zum Jahresauftakt. So macht man mit der Markttechnik Verluste. Das Thema, was mir doch seit einer Weile irgendwie im Kopf rumschwirrt. Das letzte Jahr war für viele aus markttechnischer Sicht gar nicht so einfach. Das kriege ich mit in Gesprächen mit Tradern, die ich im Coaching habe oder jetzt auch in der aktuellen Ausbildungsreihe zum Markttechnik-Online-Workshop. Das ist teilweise gar nicht so einfach. Und da sind wir jetzt auch im Urlaub ein paar Dinge einfach durch den Kopf gegangen, wo ich mir gesagt habe, das nehme ich einfach mal in die kleine Plauderei zum Jahresauftakt mit rein, weil das wichtige Dinge sind, die mich persönlich bewegen und wo ich auch merke, dass wenn ich mit anderen Tradern darüber spreche, dass die das voranbringt. Und deshalb heute mal abseits der klassischen Charts, die wir ja hier in den regelmäßigen Webinaren, die ich mit Agena Trader hier zusammen mache, und auch Lenz und Partner als Datenfeed-Anbieter, da haben wir ja auch mittlerweile schöne viele Zuschauer hier in den Webinaren mit drin, einfach mal zum Thema genommen, das Ganze zu besprechen. Wichtig hier auch der Risikohinweis an dieser Stelle. Börsengeschäfte sind mit erheblichen Risiken verbunden. Wer an den Kapitalmärkten handelt, muss sich dem wirklich auch bewusst sein, dass alles, was wir hier besprechen, dient informellen Zwecken der Veranschaulichung und Weiterbildung. Das heißt, hier an dieser Stelle bitte diesen Risikohinweis unbedingt auch mit beachten. Ja, heute, wie schon gesagt, abseits der klassischen Charts einfach einmal ein paar persönliche Worte, deshalb auch hier jetzt die Kamera mal in groß. Man sieht es hier hinten hinter mir, da stehen noch die Ski, der Helm und die Protektoren. Meine Dinge, die ich aus dem Urlaub auch mitgebracht habe, die ich zum Skifahren benutze. Und ich habe im Lift, als wir den einen Tag auf den Berg nach oben gefahren sind, gedacht, Mensch, viele Leute, die wollen traden, die traden. Viele möchten die Markttechnik zum Traden benutzen. Aber irgendwie merke ich so, das kommt bei dem einen oder anderen erst sehr, sehr spät in die Köpfe rein, wie das Thema Markttechnik funktioniert, wie das Thema Markttechnik gut anwendbar ist, wie ich persönlich auch mit der Markttechnik arbeite. Und da bin ich hier beim Thema Skifahren auf eine interessante, auf einen interessanten Aspekt gekommen, der in dem Zusammenhang auch immer wieder gut, sag ich mal, genutzt werden kann, einfach um das Thema der Arbeit mit den Trends an der Börse vielleicht auf einem anderen Niveau einfach mal begreiflich zu machen, weil ich ja weiß, dass viele von Ihnen, die hier jetzt auch zuschauen, doch dem Wintersport geneigt sind. Viele Leute gehen Skifahren, das sieht man ja, wie voll die Pisten sind. Und deswegen hier habe ich heute einfach mal gesagt, ich nehme mal die Dinge, die mir beim Skifahren so wichtig sind, einfach mit und versuche die mal über eine Art und Weise rüberzubringen, um vielleicht mit dem Thema Markttechnik auf eine andere Art oder auf ein anderes Level von Verständnis mit einzugehen. Warum habe ich diese Sachen da einfach hingehangen? Im Skifahren ist es genauso wie im Trading. Mir persönlich macht Trading unheimlich viel Spaß, wie vielen anderen auch. Mir persönlich macht das Skifahren auch viel Spaß, genau wie vielen, vielen anderen auch. Vielleicht fahren Sie ja auch gerade im Winter in der weißen Jahreszeit auch gerne mal mit den Brettern den Berg nach unten und sagen sich, wow, das ist einfach ein wahnsinniger Spaß, das will ich einfach nicht missen, auch wenn es draußen kalt ist. Da geht's los. Für mich persönlich, wenn ich sage, ich gehe Skifahren, was denke ich da am allerersten Punkt? Auf alle Fälle, na klar, ich brauche ein schönes Skigebiet, tolle Berge, Schnee muss da sein, es muss kalt genug sein, damit wir optimale Voraussetzungen haben. Und dann, bevor ich mit dem Skifahren anfange, da kommt es für mich wirklich das, was da hinten steht. Das ist für mich wichtig. Bevor ich da Spaß haben kann, ich brauche ein paar vernünftige Ski. Die müssen ordentlich funktionieren, an meinen Fahrstil auch angepasst sein. Die Kanten müssen schön scharf sein. Der Belag muss ordentlich glatt und gut gewachst sein. Danach geht es zum Thema Sicherheit weiter. Hier, der Kopf, der muss geschützt sein. Ich will ordentlich was sehen. Der Rest kommt hinten dran. Da hängt auch noch eine Weste, die kommt auch bei mir im Motocross im Einsatz. Das heißt, auch da brauche ich natürlich einen Schutz. Und da ich diese Weste auch habe, wenn ich hinfalle, ich habe halt einfach ein besseres
sag ich mal, Sicherheitsgefühl, wenn ich so eine Weste auch anhabe. Die ist nicht schwer, die ist nicht groß, die passt mit runter. Damit bringe ich die Sicherheit ins Skifahren rein. Das heißt hier, die Risikovorsorge, die ist da, um im schlimmsten Falle das Schlimmste zu verhindern. Im Trading, Köpfchen auf, was haben wir da? Da haben wir auch ein Risikomanagement. Und das Risikomanagement muss natürlich immer an erster Stelle stehen. Das heißt, bevor wir uns überhaupt damit beschäftigen, welche Trades wir denn tun, müssen wir uns, na klar, ganz, ganz wichtig mit dem eigenen persönlichen Risikomanagement vertraut machen. Das muss passen, das muss zu den persönlichen Voraussetzungen passen. Und das ist einfach das Wichtige. Und bei mir ist es auch so gewesen im Skifahren am Anfang, da hatte ich noch keinen Helm, da hatte ich auch keine Protektorweste. Da bin ich die Piste manchmal aus Angst nur mit gebremstem Schaum einfach nach unten gefahren, einfach aus Angst hinzufahren, mir was Schlimmes weh zu tun. Und dann irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass die Angst, die ist ja fehl am Platze, genauso wie im Trading die Angst fehl am Platze ist. Respekt ist sehr, sehr, sehr wichtig im Umgang mit dem Skifahren, auch im Umgang mit der Börse. Man ist einfach nicht immer Herr der Lage und aus diesem Grund Risikovorsorge, respektvoller Umgang und dann kann man ganz anders umgehen, dann kann man auch an den Märkten ganz, ganz anders handeln. Das heißt, erst das Risiko, dann das Trading. Das ist mal der Punkt 1. So. Und nun komme ich zu dem eigentlichen Punkt, wo ich Gedanken drüber gemacht habe. Warum verlieren denn so viele Leute Geld an der Börse im markttechnischen Trading? Ich habe da eine ganze Weile drüber nachgedacht, weil das ja auch mein eigentliches Geschäft ist im Trading selbst. Ich weiß, dass ich damit Gewinne mache. Ich weiß aber auch, dass vielen das sehr, sehr schwer fällt. Sozusagen mit dem trendtechnischen Handel gut und gerne unterwegs zu sein. Der Grund, warum, liegt in meinen Augen, das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, häufig in der Situation, dass viele sich sagen, na gut, das ist ja total einfach. Man hat einen Aufwärtstrend, der geht hoch, der geht runter, der geht hoch, der geht runter. Man hat Bewegung, man hat Korrekturen und wir handeln in der Markttechnik einfach, wie das in vielen Büchern geschrieben steht. Ja, wenn wir in der Korrektur sind, zack, gehen wir einfach unten rein, bumm, handeln wir nach oben hin. So einfach ist das. That's easy. So verdient man Kohle an der Börse. Auf dem Konto sieht das Ganze häufig anders aus. Da gibt es verschiedene Gründe. Das möchte ich auch jetzt nicht eruieren, aus welchem Grund hier der ein oder andere Gewinne macht und der andere, der dritte oder der zweite, wie auch immer, macht mit dem gleichen Markt halt immer wieder Verluste. Das sind andere Dinge, die sind in den Ausbildungsinhalten immer wieder wichtig, aber am Ende aller Tage gibt es an den Börsen Trends und mit diesen Trends können wir Gewinne machen. Es ist für uns halt wichtig, die Trends richtig einzuschätzen. Das heißt, die Lage an den Märkten richtig zu lesen, die Verhaltensweisen der Marktteilnehmer zu lesen. Und da kommen wir schön zu einem Vergleich beim Thema Skifahren. Vielleicht kennt das der ein oder andere ja auch. Morgens nach dem Frühstück, Sonne scheint, herrlicher Tag, Pisten sind nicht so voll, man kommt ran, setzt sich in den Lift, oben auf dem Gipfel angekommen, blickt man schön nach unten, man sieht die Piste, man sagt sich, jetzt kann ich eine Menge Spaß haben, die Piste ist wirklich jungfräulich, man kann herrlich planen, jetzt kann ich die Piste schön in ganzer Breite ausnutzen, man weiß genau, wo es hingeht, wo das Ziel der ganzen Fahrt ist, ne? Ähnlich im Trading auch, es ist immer schön, wenn man weiß, wo es hingehen kann, hier beim Skifahren sieht man das dann in voller Pracht, morgens jungfräuliche Piste, kaum Buckel oder kein Buckel, die Pistenbullis haben alles schön platt planiert, wunderbar, das kann man genießen, gerade wenn es noch nicht so voll ist. Das ist der Morgen, die schönen jungen Pisten, im Trading die jungen Trends, alles ein Traum. Was kommt dann? Dann kommen immer mehr Leute dazu, die Piste wird etwas voller. Gegen Mittag, da hat man dann schon Pisten, die doch deutlich gekennzeichnet sind von den Lieblingswegen der Skifahrer, die runterfahren. Es gibt schon ein paar mehr Buckel. Man muss sich auch ein bisschen anpassen, das Ganze. Es haben immer mehr Leute erkannt, hey, das ist eine geile Piste, da müssen wir dabei sein. Da muss man einfach Spaß haben. Das sind dann immer mehr Leute, die das erkennen. Mein Vergleich zum Thema Trading an den Märkten an dieser Stelle. Die jungen Trends, die kennen noch nicht so viele. Da sind noch nicht so viele Händler drauf aufmerksam geworden. Ja, aber wenn dann doch der Markt erkannt hat, dass der ein oder andere Wert da ist,
der gut handelbar ist, der vielleicht wirklich der Geheimtipp ist am Anfang noch, ja, da werden darauf natürlich immer mehr Leute aufmerksam. Und das ist in der Skipiste ganz genauso, ne? Da macht Spaß, da wollen immer mehr Leute hin. Und das führt dann irgendwann dazu, dass gegen Abend auf der Skipiste natürlich extrem andere Bedingungen herrschen wie früh morgens, bevor man auf die Piste losgegangen ist oder wenn man gerade frisch dabei ist, da ist die Piste abgefahren, da gibt es haufenweise Buckel, da ist der Schnee bis aufs Eis weggefahren, da ist einfach alles nicht mehr so schön, das merkt man auch, man fährt nicht mehr so schnell, ja, die Leute verabschieden sich halt dann Stück für Stück auch von der Piste, weil es einfach keinen Spaß mehr macht. Bei den Trends gehen die Leute dann halt aus den Märkten langsam Stück für Stück raus. Das sind so Sachen, die kann man gut und gerne im Skifahren auch immer wieder sehen und da gut und gerne Parallelen ziehen zum eigentlichen Trading an sich. Das heißt, hier an dieser Stelle kann man über den Tag weg hin gut beobachten, wie sich die Piste verändert und man kann das Ganze lesen. Und als erfahrener Skifahrer merkt man dann auch, an welchen Stellen man beispielsweise die Piste etwas meiden sollte, wo man ein bisschen mit gebremstem Schaum fahren sollte, wo man sich vielleicht mal andere Wege suchen sollte, einfach um weiterhin auch Spaß zu haben und gut im Sicher am Ziel, am Ende im Tal der Piste mit anzukommen. Das sind wichtige Sachen und da kann man sehr schön lesen, wie man das Ganze plant. Das ist das Lesen der Piste beim Skifahren und genauso ist es auch beim Lesen von Charts. Man sieht die Spuren der Marktteilnehmer und man merkt auch, wenn ein Trend langsam Stück für Stück zu alt wird. Das ist das eine, das ist das Lesen. Jetzt kommt aber die Frage und das ist das, was ja viele im Trading auch sag ich mal, auch so interessiert und das ist das der Punkt, wo sich die Spreu auch vom Weizen trennt. Wie geht man denn damit um? Und an der Stelle sage ich auch immer wieder, im Trading, das ist total langweilig. Ich mache da immer das Gleiche. Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Skifahren. Was machen wir denn im Skifahren? Wir schwingen rechts, wir schwingen links, wir schwingen rechts, wir schwingen links. Immer die Piste runter. Am Anfang, morgens, wenn wir wirklich viel Platz haben, da können wir wirklich schöne weite Schwünge fahren. Rechts, links. Da fährt man auch ein bisschen schneller. Beim Trading sind es am Anfang dann die höheren Positionsgrößen. Das macht alles Spaß, wenn die Pisten dann etwas angefahren sind. Dann schwingt man nicht mehr die gesamte Piste durch, wegen der vielen Buckel, vielleicht auch wegen der vielen Leute. Wählt man eine etwas engere Linie, das heißt, man passt sich dem Ganzen an. Man macht kürzere Schwünge, aber die Art und Weise, wie man von rechts nach links schwingt, kommt weiter aus der Hüfte. Die Technik ist da immer die gleiche. Und genauso ist es auch im Trading. Die Technik im Trading ist immer die gleiche. Das heißt, ich habe meinen Stil gefunden und ich weiß genau, ich schaue immer nach der Umkehr der Nachfrage. Und wenn mir der Markt zeigt, jetzt kannst du in die andere Richtung gehen, dann mache ich das einfach. Das ist hier entsprechend wirklich wichtig. Das heißt, beim Skifahren ist es immer die gleiche Technik, die wir von rechts nach links anwenden. Da hat jeder so ein bisschen seine eigenen Arten, wie er damit zurechtkommt. Und genau das ist der Punkt, wie wir immer von oben nach unten auf der Piste kommen. Wunderbar. Und genauso, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ist es auch im Trading. Man kommt immer über dieselbe Art und Weise in den Markt rein. Man muss einfach nur schauen, an welcher Stelle man rankommt und sich an die entsprechenden Gegebenheiten der aktuellen Marktphasen, der aktuellen Trendverläufe, ob es jetzt ein junger Trend ist, also ein neu entstandener Trend oder ein Trend, der schon weit fortgeschritten ist, da passt sich der Markt an, da passen sich die Verhaltensweisen der Teilnehmer an und so ist es im Trading genauso wie auch im Skifahren. Und nun gehen wir einfach mal zurück auf die aktuelle Lage, wie wir sie momentan haben. Wir haben ja in den Märkten im letzten Jahr, der DAX ist ja letztes Jahr deutlich runtergekommen, komplett, ja, ist ja immer noch weit in den Abwärtsbewegungen reingekommen. Die US-Märkte sind im Herbst letzten Jahres dann doch auch ordentlich unter die Räder gekommen. All diese Dinge sind hier passiert. Es gab hier in den Trends komplette Umschwünge, nachdem die sehr weit gelaufen sind. Da stellt sich hier die Frage, und das ist halt auch ein Grund, warum ich die Plauderei am Jahresanfang jetzt mal wirklich komplett unabhängig von irgendwelchen Charts auch mitmache. Hier geht es jetzt einfach darum, was machen wir denn jetzt? Ja? Zum Thema Skipiste, wie deuten wir denn die Piste, die wir jetzt hier im neuen Jahr vor uns liegen haben? Was machen wir jetzt? Wir haben übergeordnet, haben wir weite, breite, laufende Abwärtstrends. Die sind auch tief runtergekommen. Die Frage ist jetzt die, stehen wir wirklich vor einem langfristig rezessiven Markt? Ist die Wirtschaft wirklich so schlecht wie das, was uns die Märkte hier momentan implizieren? Und diese Frage kann ich in meinen Augen nicht eindeutig mit Ja beantworten. Das heißt, die Charts, die zeigen uns schon stark bärische Tendenzen.
Das ist ganz klar. Nach dem starken Rutsch nach unten im S&P 500, genauso auch wie im DAX, gab es jetzt starke Gegenbewegungen. Es haben sich teilweise untergeordnet auch Trends gebildet. Und hier stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie geht es denn da weiter? Und mit Blick auf die Wirtschaft, mal verglichen mit anderen Phasen, wo wir wirklich so stark nach unten gelaufen ist, damals hatten wir häufig rezessive Phasen. Die Wirtschaft war an Grenzen gekommen, es drehte sich rum, wir hatten extrem hohe Inflationen, wir hatten inverse Zinskurven. Da gibt es teilweise auch Parallelen, das möchte ich überhaupt nicht von der Hand weisen. Und es gibt jetzt hier zum Thema Wirtschaft natürlich auch gewisse Bremsspuren. Aber sind wir denn jetzt schon in der Situation, dass wir sagen, wir laufen in eine Rezession rein? Ich persönlich sehe das nicht so. Wir haben gut laufende Wirtschaft, wir haben gut laufende Binnenkonjunkturen, wir haben immer noch das Thema Streitthema Handelsstreit mit den USA, da gibt es ja das Thema Handelsstreit zwischen USA und Europa, hier Deutschland mit den Autozöllen und so weiter und so fort, was pausiert wurde im Thema Handelsstreit USA und China, stehen die Zeichen momentan auch so ein bisschen auf Entspannung, also man sieht, es ist ein wichtiges Thema, was dann da ist und der Markt merkt momentan, okay, da könnte eventuell Entspannung auch reinkommen. Das heißt hier, was das Thema der wirtschaftlichen Phasen angeht, beziehungsweise der wirtschaftlichen Kraft, haben wir hier aktuell eine Zeit, wo wir sehr, sehr weit gelaufen sind, wo wir möglicherweise vor, das zeigen ja auch Wirtschaftsindikatoren, vor etwas Veränderung stehen, wo wir etwas weniger Wachstumsgeschwindigkeit haben. Aber da muss man auch dazu sagen, das ist ja völlig normal in den Märkten, dass das Wachstum auch mal etwas weniger wird. Deswegen läuft man nicht gleich in eine Rezession rein. Also da haben wir noch keine Anzeichen. Und vielleicht helfen uns ja auch die Emerging Markets wieder hier ein Stück weit nach vorn zu kommen. Also alles in allem bin ich persönlich Optimist und ich trade gerne auch optimistisch, nutze die Chancen, die sich hier bieten. Und aus diesem Grund sage ich, die Wirtschaft ist nicht so rezessiv wie das, was uns die Charts hier in Teilen auch anzeigen. Das ist jetzt mal ein Fakt, den ich für mich für den Jahresstart 2019 auch auf Aktienbasis definitiv gesetzt habe. Das heißt, hier an dieser Stelle schaue ich mich schon um nach interessanten Kandidaten. Aber dabei muss man auch eins sagen, dieser starke Schub nach unten hat viele, viele, viele Charts von den Highflyern der letzten Aufwärtsphase doch deutlich negativ verändert. Das heißt, an der Stelle sage ich jetzt hier auch ganz klassisch, ich versteife mich nicht darauf, jetzt die alten, gut gelaufenen Werte, die stark korrigiert haben, hinzuherzunehmen und sagen, okay, das waren jetzt die Highflyer des letzten Schubs, das werden auch wieder die Highflyer des nächsten Schubs sein. So einfach ist es oft nicht. Wäre schön, wenn das so ist, aber es ist in der Regel so, dass wir, wenn sich solche Wirtschaftsphasen oder solche Boomphasen an den Börsen wirklich auch mal ändern, das heißt, wenn es eine starke Korrektur gegeben hat und der Markt stark nach unten gelaufen ist, dann haben wir immer wieder Situationen, dass man sagt, okay, innerhalb solcher Korrekturphasen, Crashphasen, wie auch immer man das nennen möchte, hat man dann entsprechend neue Werte. Da kommen dann plötzlich neue Werte hervor, die sich noch innerhalb dieser starken Abwärtsphasen herauskristallisieren, wo das Smart Money, die einfach durch die schiere Größe neue Trends bilden können, wo die sich andere Märkte suchen, andere Werte suchen, um neues Geld zu verdienen. Und das ist der Punkt, nach dem ich suche, wo wir einfach sagen können, wir wissen, dass aus der Vergangenheit durch die wirtschaftlichen Veränderungen gab es halt Phasen, in gewissen Wirtschaftsphasen, da war die ein oder andere Branche führend. Dann gab es hier Veränderungen, da kamen dann neue Phasen, neue Trends, neue Branchen oder Branchen, die dann plötzlich wiederbelebt wurden, die dann Führer für die neue Phase gewesen sind. Und das ist eine gute Phase, da können wir jetzt sehr, sehr schön danach suchen, akribisch. Das ist so ein bisschen die Arbeit wie die Trüffelschweinchen im Wald, die Trüffel suchen. Die suchen sich die Rosinen oder die leckeren Trüffel raus. Und genauso arbeite ich dann im Research entsprechend auch. Und das ist auch etwas, was uns persönlich hier als privaten Investoren auch die Arbeit einfacher macht. Wir lassen uns einfach von dem Smart Money zeigen, wo investiert wird und das können wir gut und gerne nutzen. Und der technische Fortschritt wird halt neue Branchen voranbringen und da können wir jetzt in dieser Phase auch schon gut und gerne danach suchen, wer diese Werte sind. Und interessanterweise sind das halt häufig Aktien, die jetzt schon beginnen gut zu steigen. Das heißt, hier können wir laut der Markttechnik jetzt einfach mal schauen, welche Aktien gehen denn mit gutem Volumen in die Phasen 1 und 2 der Trendbildung rein. Und das können wir sehr, sehr schön suchen. Das können wir übrigens im China Trader auch gut umsetzen, indem wir unseren Screener einfach einstellen in die Marktphasen 1 und 2, dass wir hier uns schon mal, sag ich mal, die ersten Lebenszeichen anzeigen lassen, wer hier neue Trends beginnt, beziehungsweise wer erstmal die alten Trends, die Abwärtstrends gebrochen hat.
Und dann können wir sagen, jetzt schauen wir mal so ein bisschen auf die Formationen bzw. die Korrekturformationen nach den starken Anstiegen. Und dann gucken wir auch mal so ein bisschen auf die fundamentale Seite, wer denn die Unternehmen sind. Und da kristallisieren sich jetzt wirklich schon erste Perlen raus, die wir dann entsprechend dazu nutzen können. Ich will jetzt hier an dieser Stelle gar keine Einzelaktien wenden, weil das, was ich hier versuche auch zu machen, ist, das mache ich ja auch in meinen Ausbildungseinheiten. Und dieses Jahr wird es dann wahrscheinlich endlich soweit sein, dass ich einen Raum habe, wo ich auch Leute, die bei mir in Ausbildung gewesen sind, Stück für Stück auch weiter betreuen kann, einfach um mit Vorleben, wie ich das Ganze trade. Es wird jetzt hier keine Empfehlung geben, was der Seidel tradet, weil ich will nicht, dass man mir nachtradet, sondern dass jeder seinen eigenen Weg findet. Umzusetzen weiß ich, wie das ist. Das wird es auch immer wieder in den Webinaren hier geben. Dafür machen wir das ja regelmäßig hier auch zusammen mit Edgina Trader. Und das sind die Punkte, wo wir sagen, jetzt schauen wir einfach nach den Trading-Perlen, die wir hier suchen und können dann entsprechend unserer Setups, unseres Risikomanagements hier, das sage ich hier hinten, ne? Risikomanagement beim Skifahren, genauso wie das Risikomanagement im Trading, da können wir die guten, neuen, jungen Trends sehen, die dann mehr Aufmerksamkeit mit hereinholen und uns dann gut in die Situation verbringen im Jahr 2019, wenn die Märkte weiter ja, uns zeigen, es geht nach oben, dann in Long-Position sehr, sehr schönes Geld entsprechend auch zu verdienen. Das hier ein paar meiner Gedanken zum Jahresauftakt 2019. Danke für eure Zeit, danke für Ihre Zeit hier an dieser Stelle. Bei Fragen einfach gerne wie immer auf mich zukommen hier auf Facebook oder aber auch gerne per E-Mail info@investorschule.de oder einfach mal auf die Website der Investorschule schauen und das Ganze hier miteinander zu machen. Übrigens hier auch gerne noch der Hinweis zu meinen Trading-Partnern, wen das interessiert, auch einfach mal auf die Website der Investorschule schauen. Edgina Trader, Lenz und Partner, beziehungsweise Tickmill, meine Partner hier im Trading, da gibt es über mich, die Investorschule, gute Preisvorteile. Also wer hier Interesse hat, einfach mal nachschauen oder per E-Mail auf mich zukommen. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich auch schon auf die weitere Kommunikation mit euch, mit Ihnen hier im laufenden Jahr. Allen einen guten Start ins Jahr, gute Trades und eine tolle Performance für alle, die das Trading beziehungsweise die Verwaltung des eigenen Vermögens in die eigene Hände nehmen. Bis dahin, allen eine gute Zeit und wir sehen uns in Kürze hier an gleicher Stelle wieder. Tschüss, euer, ihr Mike Seidel.